Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute reagieren wir auf der größte Fail meines Lebens von Josh Jungle. Und ja, mein größter Fail war einfach meine Geburt. Und ja, ich bin trotzdem hier, ihr müsst mich trotzdem ertragen und wir gucken mal, was sein größter Fail war. Ich bin gespannt. Hallo meine kleinen Mini-Freunde, soll ich euch mal eine Sache nennen, die ich so richtig hasse? Meine Schwester! Haha! Alles okay. Okay, Leute, war nur Spaß. Eigentlich hasse ich meine Schwester gar nicht. Aber wisst ihr, was ich wirklich hasse? Backen! Meine Schwester. Und wisst ihr, was wir heute machen? Backen! Aber ich bin ja am Anfang immer sehr excited, wenn wir backen. Und deswegen bin ich auch heute sehr gespannt, was auf uns zukommt. Denn wir backen... Nee, warte, wie hieß denn das, Emmy? Keine Ahnung. Denn wir backen heute die Obomaltine Obo Shoggy Mousse Torte. Yes! Also würde ich sagen, let's go mit dem Video! Okay, Leute, wir haben uns hier wirklich was vorgenommen. Ich zeige euch mal ein Bild, wie es aussehen soll. Wir wissen alle, dass das nicht so aussehen wird am Ende, aber wir haben vor, es nicht komplett zu verkacken. Und das wird schwierig bei uns. Wir haben gestern schon, als wir einkaufen waren, die erste Sache verkackt. Wir haben vergessen, den Boden zu kaufen. Das heißt, wir machen den jetzt einfach selber. Okay, wir müssen einen Biskuitkuchen backen. Mhm. Also Biskuit-Bodenkuchen, Toten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte von Anfang an gedacht, dass sie den Boden selber machen. Ich wusste ja nie, dass sie den Boden kaufen wollten. Was ist denn das? Das ist Cheaten, Mensch. Man kauft doch nie den Boden. Das ist aber kein Backen. Ist genauso wie wenn ich bei der Pizza Pizzateig kaufe. Und bei dem Pizzateig gibt es ja schon direkt hier Tomatenmark mit, ne? Das ist ja auch nie wirklich Backen, ne? Also nie wirklich. Boden, Boden. Yeah, yeah. Okay, wir werfen uns das jetzt alle so gegenseitig zu, okay? Als erstes brauchen wir 150 Gramm Zucker. Jetzt nicht dein Ernst. Du sollst es zu mir werfen, nicht dahin. Oh, hier sieht es schon wieder aus wie Scheiße und wir haben noch nicht mal angefangen. Wir brauchen 150 Gramm Zucker, 150 Gramm Mehl, 150 Gramm Butter, ha, 3 Eier. Oh, sorry. Eine Packung Vanillezucker und eine Packung Backpulver. Oh, Emmy. Was wir auch noch brauchen, ist ein Mixer und die Mixerschüssel. Also was wir als erstes machen müssen ist Butter, Zucker und Eierschaum. Jetzt hätte man eigentlich in dem Moment sagen müssen, wir brauchen noch 3 Messer. Das ist jetzt gewesen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Messer hätte ich ja nicht so unbedingt fangen wollen, ne? Also 150 Gramm Zucker. Ja, warte, stopp! Das sind sogar ein bisschen zu viel, aber süß schadet nie. Okay, jetzt brauchen wir 150 Gramm Mehl. Ah, warte, stopp. War zu viel, Emil. Aber ein bisschen mehlig schadet nie. Als nächstes brauchen wir Dreh-Eh. Wir hacken beide eins auf, wollen wir mit einer Hand machen, das ist cool. Mit einer Hand, kannst du zählen? Guck hier, mit einer Hand. Kannst du zählen? Yeah. Es wird Butterbiskuit, Leute, das heißt, mit viel Butter. Oha, der Riesenklump, der wird niemals durch sein. Irgendwie viel. Das wird niemals flüssig geschaumt. Wollen wir es so machen oder gerade? Ja, so. Ist in der Mitte? Emmy, doch noch nicht jetzt! Nicht jetzt, einfach weitermachen. Kennst du diese Frau von Titanic, die immer getöpfert hat? Ja. Sir, wir mischen jetzt die ganze Schäse ordentlich durch! Okay, Vanillezucker reinhauen. Emmy! Eine Prise, kein Teelöffel! Das wird jetzt so ein Boden. Ja! Bei mir essen rohe Eier, das kann Salmonellen geben, ne? Hm. Boah, übrigens, Leute, haben schon erzählt, warum wir diesen Kuchen machen wollen. Wir wollten halt mal wieder backen und wir dachten, Obomaltine geil, Schokotorte geil, Obomaltine Schokotorte geil! Warte, wir müssen es jetzt abkriegen davon. Och, Emmy! Man sieht immer so hässlich aus, wenn man dieses Ding abdeckt. Emmy! Du hörst jetzt auf zu fressen! Och, Emmy, jetzt ist es hier dran gespritzt. Am besten mit einem Sieb durchstreuen. Ja gut, wir sollten mal vorher lesen. Dadurch wird der Boden besonders locker. Bei 190 Grad 25 bis 30 Minuten backen. Ih, da ist ein Popel drin. Ja. Ih, guck doch, das ist ein getrockneter Popel, ohne Witz. Ihr wisst, Leute, wir hassen Lebensmittelverschwendung. Das heißt, es wird alles gegessen. Auf der Popel. Ob es jetzt nach Popel schmeckt oder nicht. Ich hasse das, wenn man so eine Scheiße rauskratzen muss. Das ist so eine Arbeit. Boah, mir ist so schlecht. Oh, ihr auch. Riechst du schon nach Salmonellen? Ja. Ich dachte früher, Salmonellen sind Fische. Weil es gibt ja auch Sardellen. Und dann haben alle mal gesagt, in Eier können Salmonellen sein. Und ich dachte so krass. Boah, das war jetzt irgendwie voll creepy. Ich habe jetzt hier im Hintergrund... hier läuft jemand lang. Also an der Tür hier.
Hier läuft einfach mal im Hintergrund jemand lang. Ich hatte gerade gedacht, ey, oh, einfach mal so ein Einbrecher, ne? Weil es gibt ja auch Sardellen. Und dann haben alle mal gesagt, in Eier können Salmonellen sein. Und ich dachte so, krass, in Eier leben Fische? Bist du jetzt mal fertig? Ja, ich sagte doch, das ist mega die Arbeit. So sieht's jetzt aus. Nice. Da unser Tortenboden jetzt weg, können wir jetzt endlich mit dem richtigen Rezept anfangen. Ich lese vor. Für unsere Oboschoggi-Mousse-Torte brauchen wir 150 Gramm Obo-Maltine. Och, Emmy, die können wir nicht mehr verwenden. Das ist jetzt voller Glassplitter. Wieso wirfst du denn ein Glashaus? Du hast mir ein Ei zugeworfen. Leute, ihr müsst euch das so vorstellen. Emmy hat die Obo-Maltine, die wir von der Fanpost bekommen haben, verschenkt. Das heißt, wir mussten uns gestern extra ein neues Glas kaufen. Jetzt hat's Emmy kaputt gemacht. Und wir können natürlich nicht riskieren, dass diese ganzen Glassplitter irgendwie da drin bleiben, obwohl wir die jetzt rausgemacht haben. Es ist zu gefährlich. Wenn das erstmal deinen Darm durchschneidet, dann blutest du. Und die Kacke läuft in deinen ganzen Körper, das können wir nicht riskieren. Deswegen packen wir jetzt neue Fanpost aus und hoffen, dass da Obo-Maltine drin ist. Bitte, lieber Gott, lass da Obo drin sein. Ha! Als nächstes stand da, DL-Rahmen. Was ist ein DL? Wir dachten, es ist D-Löffel. Hier kommt 5 D-Löffel Rahmen! Wir brauchen 50 Gramm Butter. Also, wenn ich mal in ein paar Jahren das mit Fanpost machen würde, ne? Also es reicht, wenn ihr mir einen Döner und sowas spendiert. Döner wäre ganz gut, Pizza. Also nur gesunde Sachen, Cola, ne? Nur gesunde Sachen, dann Zucker. Und ich öffne die Fanpost dann auch immer hier. Also nee, ich nehme dann die Kamera und baue da eine Kamera, eine neue auf. Und dann zeige ich immer, oh geil, Döner, der wurde schon angekatscht. 5 Eier, 100 Gramm Zucker, 100 Gramm Mehl, 50 Gramm gemahlene Mandeln, 1 Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz. Werf sie mir rüber. Gefangen. Für die Füllung Oboschoggi und Rahm auf kleiner Stufe aufkochen lassen. Oh, wir haben jetzt wieder unsere geile Herdplatte Max. Ihh, das ist dreckig. F. Och, Emmy, jetzt habe ich hier so einen Kackfleck. Ein Geld wollen wir räumen. Leute, wir hatten keine Ahnung, was Rahm ist. Wir mussten erstmal im Einkaufsladen fragen. Wer zur Hölle sagt Einkaufsladen? Ihh, warum stinkt das schon wieder so nach Karotte? Riechst du? Keiner. Oh, ja. Boah, nee, das riecht nach Ziege. Siehst du, wie die Moleküle sich vermischen? Mhm. Ich sehe sogar die kleinen Elektronen da drin. Die sind so süß. Während das Ding jetzt hier aufkocht, müssen wir jetzt erstmal unseren Boden, den wir vorhin zubereitet haben, hier rausbekommen, damit... Och, Emmy, nein! Ich hab Angst, ich will das nicht mehr machen. Das ist alles so kompliziert. Was wird denn das jetzt überhaupt? Eine Torte! Es kocht, was jetzt? Was soll denn das jetzt werden? Also, was passiert? Oh, Emmy, es kocht! Es kocht über, es kocht über! Was passiert denn jetzt, wenn das überkocht? Ich hatte kurz über! Was ist das heiß? Vor allem, was passiert ist, wenn es überkocht? Hm, könnte vielleicht überkochen, ne? Geht eigentlich voll, ne? Wir müssen jetzt die Butter mit der Obo-Maltine schmelzen. Das ist alles so kompliziert. Warum ist alles immer so kompliziert? Au, der ist heiß. Au, au, ist das heiß. Ah, nein, das ganze Wasser ist hier drauf. Oh, scheiße. Oh, es tropft alles aufs Vollkornmehl. Also ich bin hier einfach, ich kann das nicht. Das ist zu viel für mich. Hier stehen so viele Wörter. Kuchengitter, was ist denn ein Kuchengitter? Hier, da, Base, Schokoladenrahmen. Hä, hey, Schokoladenrahmen? Ach, ich habe ja gemacht. Wenn du die Schüssel kaputt machst, ich hab's. Ja, aber irgendwie muss es ja reingehen. Raffst du's? Emmy, wenn diese Keramik gleich explodiert, ich bin tot. Das platzt in mein Gesicht. Ich hab mich gerade angesprochen. Die ganze Zeit. Oh, pass auf. Nimm die doch bitte an der, nimm die an der Seite. Oh, das ist aber heiß da. Nee, das kann man nicht machen. Hol erstmal einen Topflappen. Hol einen Topflappen. Ich halte. Was ist das überhaupt? Ich halte. Oh, das ist heiß. Das ist heiß. Nein, nein, nicht auf dem Boden. Nicht auf dem Boden. Nicht, Emmy, das brennt gleich an. Schnell, hol einen Topflappen. Oh, schnell. Mann. Ey, Joel, du bist so dumm. Eigelb und 50 Gramm Zucker mit dem Mixer während circa 5 Minuten aufschlagen. Gib jetzt mal den Mixer, Emmy. Emmy. Gib mir doch jetzt mal den Mixer. Nee, ich will den Mixer. Okay, ich hab alles. Och nein, wieso schmeiß ich denn die Schale da rein? Eigelb und Zucker mit dem Mixer während ca. 5 Minuten aufschlagen. Zucker und Eigelb? Wer isst denn sowas? Das ist doch ekel as fuck. Emil! Also ich esse auch, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr gerne Zucker und Eigelb. Nein. Aber eine Sache ist da nicht dabei, das Eigelb. Esse ich sonst aber ganz gerne. Also Zucker und Eigelb esse ich wirklich sehr gerne, aber ohne Eigelb. Nee.
Emmy, das ist zu schwer. Das schaffe ich nicht. Da muss man so viel beachten. Wir haben die Scheiße hier abkühlen lassen. Die Obo-Schocki-Buttermischung. Warum könnt ihr da nicht Schokolade dazu sagen? Warum Schocki? Ist das jetzt Eischnee oder ist das nur so Schaumschnee? Schaumeis. Das sieht nicht aus wie Schnee, oder? Also es ist kein Schnau. Dann die Mehl-Mandel-Mischung inklusive Backpulver sorgfältig dazugeben. Was? Mehl-Mandel-Mischung? Wer hat denn davon jemals was gesagt? Inklusive Backpulver. Die haben sie ja wohl nicht mehr alle. Du lässt den Eischnee unterheben. Soll ich hochheben und dann hier da drunter machen? Oder wie haben sie sich das vorgestellt? Und die Masse in die vorbereitete Springform füllen. Hä? Was für eine Springform? Ich bin in die Butter getreten. Also, wir brauchen. Ich bin total fertig. Was? Eine Schüssel. Scheiße. Mach mal das. Mir, warte. Nein, 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 das ist doch schon viel zu viel. Ich will. Och, Mir. Wir wollen jetzt reden mit der Schäse. Nein, nein, nein. Gar nichts dafür. Wollen wir jetzt einfach mal essen? Ja. Soll das eine Creme werden? Das ist ja voll eklig. Welche Creme ist denn mit Mehl? Also ich werde jetzt niemanden hier ne, verkraulen. Aber das sieht so aus, wie wenn ich manchmal auf Toilette gehe. Entschuldigung. Musste sein. Emil, ich bin der dümmste Mensch aller Zeiten. Soll ich dir mal was sagen? Wir mussten kein Biskuit machen. Weißt du, warum wir nicht wissen, was das ist? Weil das der Biskuit ist! Oh! Das war das Rezept! Das Rezept für den Biskuit! Wir mussten gar kein neues raussuchen, das ist extra Biskuit! Diesen Biskuit dahinter, den hätten wir nicht machen müssen. Wir haben 20 Minuten unseres Lebens in den Wind geschissen. Ich habe mich schon gewundert, warum nie was von dieser Füllung hier steht. Ja, weil es keine Füllung ist. Was ist eigentlich Biskuit? Das sieht so flüssig aus, Emmy. Boah, so eklig aus, als hätte ich gerade mir meinen Arsch abgepult. Ja, auf den Kack. Genau so. Hier ist unser Herzschrott-Biskuit. Wir müssen diesen Tortenboden jetzt in zwei gleichmäßige Teile schneiden. Meinst du, das wird so schwer? Boah, das ist creepy. Gerade bei, guck mal, bei der Szene hier ist hinten die Tür. Wo war denn das jetzt? Bei der Endszene? Entfüllung ist... Ist hinten die Tür auf? Creep. Das sieht so flüssig aus, Emmy. Boah, das sieht so eklig aus, als hätte ich gerade mir meinen Arsch ab... Nee, immer noch nicht. ...nach dem Kacken. Hier ist unser... Immer noch nicht, hä? Ein Stoff? Wir müssen diesen Tortenboden jetzt... Jetzt ist hier hinten die Tür auf. Also, ne, also ich würde echt mal hier so eine Cam abends hier mal hinstellen und einfach mal gucken, ob hier irgendwo in der Nähe Geister sind, ne? In zwei gleichmäßige Teile schneiden. Meinst du, das wird so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich heb ab, nicht hält mich am Boden. So Leute, ihr könnt euch vielleicht noch an unseren Schoki-Rahmen-Füllungsquatsch erinnern. Und das muss jetzt geschlagen werden. Sieht genauso aus wie vorher. Das geht nicht so. Nichts anderes, es ist ganz normal flüssig. Oma, hörst du mich? Ja. Wir versuchen hier Schlagsahne aus Schlagrahmen zu machen, aber wir können hier machen, was wir wollen. Das wird keine Sahne. Ja, Becher, wie viel sind das da? 50 Gramm, oder? 500 Milliliter. Das ist doch ein halber Liter. So. 500 Milliliter, kann man doch nicht schlafen, dann wird das ja nie. Na, toll. Auch ein neues. Ich hab keinen Nerv mehr für die Scheiße. Wir lassen es jetzt einfach so, Emmy. Das kommt jetzt da drauf. Ja. Ich hasse mein Leben. Ich komme mir gerade so hilflos vor. Ja, alles so scheiße. So scheiße war es schon lange nicht mehr. Jetzt kommt der Kuhfladen. Haut drauf die Scheiße. So, drauf mit der Scheiße. Das sieht so traurig aus. Oh, scheiße, es läuft über. Das ist ein Maulwurfhügel. Oder wie ein Kuhfladen. So, weil es mit dem Aufschlagen so super gut funktioniert hat, haben wir uns überlegt, machen wir jetzt noch eine Creme als Topping. Boah, ich wollte das schon immer mal machen. Ich auch, unbedingt. Okay, es kommt. Oh, guck mal, voll schön. Aber es sieht mega schön aus. Schmeckt auch mega schön. Boah, je, es kommt hier oben alles raus.
Als nächstes haben wir hier Raspelschokolade und das ist das finale Topping, Leute. Mir doch nicht so! Oh doch, sieht eigentlich ganz schön aus. Man stirbt nicht, nicht so. Da kann man auch noch ordentlich Schokoraspel drauf machen. Diabetes, hallo, auf ein tolles Jahr. Okay, Leute, zu guter Letzt dachten Jerry und ich uns, hey, wir brauchen noch ein richtig cooles Topping. Und dann haben wir das gesehen. Haut drauf, die Schäse. Das sieht immer noch... Nein, es sieht nicht gut aus. Ich kann mir aber vorstellen, dass der sogar ganz lecker ist. Oh, sieht das eklig aus. Guck mal, Alter, an diesem Ding haben wir jetzt die ganze Zeit gesessen. Bereit für den großen Geschmackstest? Schmeckt auch gar nicht. So, meine kleinen Mini-Freunde, ich glaube, das reicht mit Backen für heute, beziehungsweise für immer. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Falls ihr denkt, es wäre eine gute Idee, dass wir noch irgendwas backen, dann schreibt uns doch mal in die Kommentare, was wir noch schönes backen sollen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch lachen musstet, würden wir uns natürlich über einen fetten Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, mir auf Instagram, Snapchat und Twitter zu folgen. Ich heiße dort überall joeys_jungle. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder! Also, also ich muss sagen, die zwei müssen noch Bug-Skills freischalten. Also es dauert noch ein bisschen, die müssen noch ein bisschen leveln, um die Bug-Skills freizuschalten. Also ich kann aber auch nicht backen. Ich habe jetzt gerade große Fresse, weil ich selber nicht backen muss, deshalb. Also ich kann selber nicht backen. Also ich sag's mal so, ich habe es immer beim Backen geschafft, dass ich irgendwas anderes hingezaubert habe, was eigentlich immer jedem geschmeckt hat. Ich weiß nicht, wie ich das mache, aber irgendwie kriege ich wenigstens das hin. Was komplett anderes, was gar nicht so aussieht wie das Originalrezept, aber es hat irgendwie immer jeden geschmeckt. Wir hatten zum Beispiel auch damals in der Schule, in der 9. Grüße gehen raus, ihr wisst Bescheid, meine Gruppe, wir haben eine Pizza gemacht. Es war dann, ich glaube, das war sogar so eine Art Abschlussprüfung. Und unser Pizzateig haben wir übel süß gemacht, richtig süß. Aber es war halt nur aus Versehen, weil anstatt Salz haben wir halt Zucker reingemacht. Und das hat jeden, es ist kein Witz, das hat jeden geschmeckt. Jeden. Wirklich jeden. Jeder hat's gegessen. Das fand ich so cool. Die Pizza war innerhalb von ein paar Sekunden weg. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv dativ akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.